Es ist wieder soweit. Ich lebe wieder in meinem Auto. Hier steht mein Renault Kangoo 2009. Und in diesem Auto habe ich 2 Jahre lang gelebt. Bevor ich mit dem Video anfange, erstmal ein paar kleine technische Details. Das ist der Renault Kangoo 2009. Bei Renault Kangoo hat sich die Baureihe ab 2008 verändert. Das heißt, ich glaube von 2008 bis 2013 sowas. Das ist alles diese Karosserie. Das ist auch die Karosserie von dem Mercedes-Fahrzeug. Die sind beide von Renault. Bis dass dieser ein paar tausend Euro billiger ist. Ich habe schon so viele geile Sachen mit diesem Auto erlebt. Und dachte mir jetzt, warum gebe ich nicht einfach mal eine Roomtour und zeige euch mein Zuhause. Hier habe ich mehr oder weniger 3 Jahre drin gelebt. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich mir vor 1,5 Jahren hier ein wunderschönes Stück Land gekauft habe. Und habe dann immer mal wieder abwechselnd hier in diesem Zelt geschlafen. Jetzt ist aber wieder Zeit, zurück in mein Auto zu ziehen. Das ist schon mal eine Sache, dass ich an großen Autos finde. Man hat richtig viel Platz und ich habe es hier geschafft, durch 4 Sitze beizubehalten. Und das hinten kann ich alles umbauen, entweder zu einem Kleintransporter oder zu einem Minicamper. Und damit starten wir jetzt. Ich muss sagen, ich bin so froh über den Autokauf. Nicht nur, weil ich ihn zum Campervan umbauen kann und somit die Freiheit habe, so gut wie überall auf der Welt zu übernachten, sondern auch jetzt, wo ich mein eigenes Stück Land habe und eigentlich kaum noch hier drin schlafe, kann ich es trotzdem noch weiterhin entweder für Freunde benutzen mit der Rückbank oder richtig viele Sachen transportieren. Wahrscheinlich geht es vielen von euch auch so, wenn man sich ein Auto kaufen will und keine Ahnung vom Schrauben hat, ist das eine sehr komplizierte Sache. Und da kann ich dieses Auto echt empfehlen, weil ich mehr oder weniger nur Boxen reinstelle. Das Einzige, was ich hier wirklich gemacht habe, ist die Elektronik. Und das waren auch wirklich die einzigsten Baumaßnahmen, die ich hier durchführen musste. Und zwar war hier noch ein Sitz. Und das ist das Geile, die zwei sind zusammen. Das heißt, ich müsste die entweder zusammen rausmachen oder ich lasse die. Und hier habe ich den Sitz rausgenommen. Und habe mir hier dann einen kleinen Sicherungskasten selber zusammengesteckt. Batterie leer, den ganzen Tag bewölkt. Und ja. Provisorisch hält alles, aber hier ist richtig geil. Hier ist so eine Einkuhle, wo perfekt eine Batterie reinpasst. Da habe ich eine gebrauchte Batterie gekauft vom Autohändler und kann jetzt hier jederzeit gucken, ist sie voll, lädt sie. Also ich muss hier sagen, ich bin ja Elektrotechniker und habe hier selber gebastelt. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe hier so einen Notausschaltknopf, der schaltet komplett alles aus. Hier habe ich einen Schalter installiert. Wenn der in der Mitte ist, dann müsste das ausgehen, ja. Wenn er oben ist, dann lädt es über den Solarpanel. Und was ich jetzt nicht mehr habe, wenn ich es runtergeschaltet habe, habe ich hier einen Draht gehabt, der zum Zigarettenanzünder gegangen ist. Und wieder hierher. Das heißt, ich konnte manuell dann umschalten, dass die Batterie vom Motor geladen wird. Ich kenne mich zwar ein bisschen mit Elektrotechnik aus, aber ein Mechaniker bin ich überhaupt nicht und bin deshalb auch zu einem Mechaniker gegangen, als ich mir dieses 120 Watt Panel gekauft habe. Und unglaublich, ich zeige euch mal, wie er es festgemacht hat. Einfach nur per Kabelbinder. Und ja, das alles war vor über 3 Jahren jetzt mittlerweile. Ich weiß noch, ich bin dann da hingegangen, habe es eine Stunde da gelassen. Schaut euch mal das Kabel an. Das heißt, das ist immer hier eingeklemmt. Und ich bin dann zu dem Mechaniker hingegangen nach einer Stunde, habe dann gesehen, dass er das einfach nur mit Kabelbindern gemacht hat. Und habe ihm gesagt, hey, ich war hier ganz viel Offroad und so weiter und es hat so ein bisschen gewackelt. Und was macht der gute Herr? Er holt sich noch einen Kabelbinder, zurück den fest und dann war gut. Und er hatte recht. Jetzt nach 3 Jahren, ich fahre hier wirklich heftiges Offroad. Ihr seht, die Kabelbinder sind stabil. Ich hatte ein einziges Mal den Fall, dass hier Wasser durchgegangen ist. Aber ich weiß nicht warum, das hat sich von alleine wieder gelöst. Von daher hatte ich hier bisher keine Feuchtigkeitsprobleme. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr ganz schnell und einfach mit nur 3 Euro Boxen und ein paar Brettern deiner Wahl und Schlafsachen euer Auto zu einem Minicamper umwandelt. Dann würde ich sagen, ich stoppe sogar mal die Zeit. Mich interessiert es, wie lange wir brauchen. 3, 2, 1, go! Wir haben hier die Rückbank, die können wir einfach umklappen. Ah ja, das klemmt manchmal wegen dem Anschnallhalter hier. Dann habe ich hier eine kleinere Box, eine kleinere Eurobox. Hier das Brett. Dann den Sitz vorklappen. Hier beim Renault Kangoo, da muss man nur den Schalter betätigen.
und dann geht es automatisch. Und jetzt Matratze drauf. Dann habe ich hier meinen Wäschebeutel, weil hier hinten ist jetzt so ein kleines Loch. Das mache ich gerade hier rein. Jetzt ist hier alles eben. Kissen, Decke. Und der Urlaub, schon könnte ich hier schlafen. 2 Minuten mit erklären. Und tatsächlich sieht es eigentlich genauso jedes Mal bei mir aus. So simpel ist das. Das Gute ist, ich habe hier unten jetzt noch Stauraum. Man kann noch eine kleinere Eurobox holen und die dann immer hier raus und reinziehen. Hier hatte ich mal für meinen Hund was gebaut, deswegen habe ich hier die Verkleidung abgerissen und das Bett ging dann hier noch lang. Aber für alle Hundebesitzer, mein Hund mag es am liebsten hier unten im Fußraum. Man sieht auch hier den Sitz, wie das sich hier auflöst. Und zwar habe ich eine Batterie mal kurz geschlossen, als ich einen Schalter installiert habe. Und die Flüssigkeit ist rausgelaufen und war auf dem Sitz und das hat mir alles aufgeätzt. Also auch zum Thema Batterien, ihr müsst wissen, die LED-Batterien, die Bleibatterien, die stößen Dämpfe aus, Schwermetalle und so weiter. Deswegen wird eigentlich nicht empfohlen, die im Auto zu haben. Aber ich lebe noch, ich habe alles überlebt, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Und ja, das Geile ist, ich habe hier oben mein Fach, kann hier dann zum Beispiel meine Bücher immer reinlegen. Dann habe ich mir hier so einen Rahmen dran gemacht, falls ihr das seht hier. Dann kann ich das hier einfach hier haben und kann dann hier meine Schreibsachen reinmachen. Die Boxen, muss ich sagen, da kommt man immer sehr, sehr schwer ran. Vor allem, wenn das Auto komplett geschlossen ist, dann muss ich aus dem Auto rausgehen und wieder rein. Auch die Box unter mir komme ich eigentlich so gut wie gar nicht ran. Das heißt, da ein bisschen drauf achten. Ich habe dann das Zeug, das ich brauche, einfach hier so lose drin. So sieht es von der anderen Seite aus. Also man sieht, ich habe hier noch richtig, richtig, richtig viel Stauraum. Und ehrlich gesagt, auch in den Boxen, da habe ich lauter Krimskrams-Zeug drin, das ich nicht so oft benutze. Ich bin durch das Auto noch minimalistisch geworden, wie ich schon vorher bin. Aber jetzt haben wir gesehen, wie ich 2 Minuten brauche, um von einem Viersitzer einen Campervan zu machen. Und jetzt zeige ich euch mal, wenn ich alleine bin, wie schnell das geht. Schon sehr, sehr oft vorgekommen, dass ich mit diesem Auto irgendwo übernachtet habe, wo es nicht erlaubt war. Und das Gute ist, mit diesem kleinen Campervan ist man so unauffällig und man darf generell auch auf normalen Parkplätzen parken. Aber falls es mal kommt, dass ich schnell gehen muss, dann sieht es ungefähr so aus. Ich gehe raus, schmeiß das hier einfach um. Bitte. Schon habe ich alle Freiheit hinzufahren, wo immer ich will. Ja, so einfach und schnell geht es. Und jetzt einfach nur, während ich das Auto rede, baue ich jetzt einfach mal wieder mein Bett auf. Das ist jetzt immer nur sekundenweise. Und so habe ich an den wunderschönsten Stränden übernachtet. Ich hatte so geile Zeiten. Stellt euch vor, ihr macht die Tür auf. Oder auch hier, wo ich jetzt bin. Richtig, richtig schön. Dann kennt ihr jetzt mein Auto. Wenn ihr mal so ein richtiges, detailliertes haben wollt mit Zahlen und Fakten, dann schreibt es mir in die Kommentare. Renault Kangoo 2009. Ich hatte auch schon davor den 2007er. Und genau, gerne Fragen in die Kommentare. Bis bald.